Fackeln platzieren muss, das sieht dann nicht so natürlich aus, oder? Also, ich sag's euch, das wird noch extrem cool, Hexig, das ist so mit dem Bauen. Gibt sehr viele Möglichkeiten zu bauen. Das wird richtig genial. Kann ich euch nur raten, schaut weiter. Okay. Ich ertrinke. Ich muss nach oben. So. Diese kann man leider auch nicht richtig abbauen. Kommt Cobblestone dafür rüber? Hm, komisch. Aber das ist so richtig genial. Also diese Höhlen, die liebe ich. Man zieht durch und so. Noch eine große Ankündigung, ich mache bald mit Emodam ein paar Let's Shows von Monster, Feed the Beast Monster. Das wird richtig genial und sehr, sehr lustig. Also, ich kann es euch auch wirklich nur empfehlen, dies zu schauen. Es wird so etwas von geil. Ich sag jetzt nur eins und das meine ich ernst. Wir machen so, als würden wir schwul sein in diesem Projekt. Aber lasst euch dann überraschen, wieso. Und es bietet sich halt einfach extrem an, schwul zu sein. Aber das werdet ihr da alles sehen. Ich will euch nicht zu viel spoilern. Es wird geil. Und jetzt bevor die Hate kommen oder so. Ja, jetzt passiert mir das auch manchmal, weil ich auf Online gestellt habe. Sorry dafür. Der wird wahrscheinlich, der wo angerufen hat, wird wahrscheinlich auch in diesem schwulen Projekt mitmachen. Keine Ahnung, ob er will. Aber er ist sehr interessiert. Also, Feed the Beast Monster ist ein richtig cooler Mod. Der hat, 247 Pages, solche Pages hat der. Hexit hat nur 29. Jetzt stellt euch mal vor, was man dort alles bauen kann. Das ist einfach nur genial. Gut, dass wir einen Stollen gefunden haben. Wir brauchen nämlich Melonen-Seeds und so. Ja, ja. Leck du mal ein bisschen. Der Lanzer. Episch oder episch? Sag dazu nur episch. Richtig genial. Hier geht's weiter. Cool. Diese Büsche habe ich jetzt endlich gemerkt, für was die gut sind. Nämlich, wenn die jetzt ist. Nein, das sind nicht die Büsche. Okay. Das sind die. Doch, das sind die Büsche, aber die haben keine Beeren in sich gehabt. Okay. Wir müssen nämlich warten, bis die ausgewachsen sind. Und dann können wir dieses Essence Base pflücken. Und wenn man die isst,
Erfahrung über. Das ist richtig genial. Leider nicht ganz so viel, aber immerhin, man bekommt Erfahrung ohne Monster zu töten. Und meinen. Okay, wir haben hier eine Kiste. Und sehr viel Gravel. Wir haben hier eine Necromanicon Badge. Togobedia brauchen wir nicht. Pumpkin haben wir. Gold. Brot brauchen wir nicht. So. Ich glaube, mit Lapis Lazuli kann man auch sehr viel herstellen. Ein Siegerschuss, cool. Naja, doch nicht so viel. Aber man kann diese Blöcke sicher zersägen. Wenn das, diese immer bleiben, kann man echt gut Sachen mitnehmen. Kiste mit. Ja, wir sollten vielleicht nochmals hier hingehen, wenn wir die Backpacks haben. Ich denke, das geht hier auch nicht. Ah ja, das war ja eh so, ja klar. Okay, da können wir uns viel Mühe sparen, zurück nach Hause zu gehen. Lohnt sich schon. Ui, hoppala. Oh, das hat wehgetan. Unser Haus. Baum. Ich werde wahrscheinlich umziehen, bevor wir das Haus richtig machen. Weil der Baum möchte ich nicht verschonden. Mir reicht schon diese Meteoriten-Ding Abwehr da oben. So. Nehmen wir das Apfel weg, den Apfel weg und nehmen das Brot mit. So, mal alles rein tun hier, was wir schon drin haben. So. Hier können wir auch Sachen reinlegen. So. Ah ja. Es ist Full Stick. Okay. Und hier, da, la, la, la. Schön. Da können wir die eigentlich jetzt anpflanzen, oder? Also einen, zwei, drei, vier. Ein bisschen lauter, damit ich sehe, wo das ist. Das ist weiter drüben.
an. Ich höre es leider nicht gut, weil mein Herz ist nicht so Raum-Ding hat, Raumklang. Also nicht mehr. Es muss hier unten sein. Ich hasse das nach Lava suchen. Ich find's einfach nicht, was ist denn los? Sie zieht leiser. Oh, das wird noch etwas.